Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es ist richtig, wir haben hier eine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof, der festgestellt hat, dass es nicht zulässig ist, die Druckaufträge an die Staatsdruckerei ohne Ausschreibung zu vergeben. Es war aber bisher schlicht und einfach gesetzlich vorgesehen. Im Staatsdruckereigesetz ist ausdrücklich festgehalten, dass Aufträge, Pässe, Notpässe und derartige sichere Dokumente zu produzieren nur über die Staatsdruckerei laufen dürfen. Es gab daher also für die Ministerien keine andere Möglichkeit. Es ist richtig, die Staatsdruckerei ist kein öffentliches Unternehmen, ist börsennotiert und behauptet sich auch auf dem Markt, hat also in 4 Kontinenten Kunden. Wir haben schon gehört, auch der Umsatz ist ganz deutlich gestiegen. Es ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen und wird sich daher auch sicherlich weiterhin bewerben, darum Aufträge zu bekommen, auch wenn es Ausschreibungen gibt. Tatsache ist jedenfalls, dass es korrekt und richtig ist und wir das auch jetzt hier nachvollziehen, dass es eben keine Vergaben ausschließlich an die Staatsdruckerei gibt bei derartigen Aufträgen. Aber die Standards müssen natürlich trotzdem gewahrt werden. Den Antrag kannte ich bisher nicht, der gerade eingebracht wurde, würde man gern zumindest noch anschauen, weil ich nicht weiß, ob man dem jetzt in der Form zustimmen kann. Aber Tatsache ist, dass natürlich künftig auch bei den Vergaben, wenn es Ausschreibungen gibt, all die Standards gesichert sein müssen, denn es geht ja hier um höchst sensible Produkte, eben Pässe, Notpässe, Führerscheine in Scheckkartenform und so weiter. Also ganz sensible Dokumente, denen ganz sensible Daten zugrunde liegen. Also die Standards werden sicherlich auch bei Ausschreibungen weiterhin gewährleistet sein. Tatsache ist jedenfalls, dass es hier darum geht, einen korrekten Zustand herzustellen. Und daher bin ich überzeugt, dass alle zustimmen werden.